Wir kommen nun zu Algorithmen, zur Lösung von Ungleichungssystemen, zur Optimierung einer linearen Funktion unter Nebenbedingungen. Wir betrachten also Probleme der folgenden Form: Maximiere eine Funktion von ein paar Variablen, etwa 5 mal x plus 4 mal y plus 7 mal z unter Nebenbedingungen von der Form x plus y minus z kleiner gleich 13, 2x plus y plus 4z kleiner gleich 22 und so weiter. Sehr viele Probleme lassen sich formulieren als lineare Optimierungsprobleme. Wir haben eins gesehen, das Problem der Herstellung, das Diätproblem, das Finden eines möglichst billigen Speiseplans, der alle Nebenbedingungen, also hinreichend viele Kalorien, hinreichend Vitamin A, hinreichend Vitamin B und so weiter. Aber viele, viele andere Probleme lassen sich formulieren als lineare Optimierungsprobleme. Die ersten Algorithmen wurden angegeben von Joseph Fourier, einem französischen Mathematiker, und Theodore Motzkin, einem russischen Mathematiker. Die Arbeit wurde geschrieben von Motzkin im Jahr 36, wurde aber erst in den letzten Jahren wiederentdeckt, war lange verschollen. Georg Danzig hat den Simplex-Algorithmus erfunden im Jahr 1947. Das ist immer noch ein sehr weit benutzter Algorithmus, wir werden ihn weiter unten sehen. Der ist oft sehr schnell, aber an manchen Beispielen ist er miserabel. Ja, an manchen Beispielen, an manchen Aufgaben miserabel. In der Regel sehr schnell. Algorithmen mit polynomieller Laufzeit wurden gefunden in den 70er und 80er Jahren, und zwar die Ellipsoid-Methode und dann später die innere Punkt-Methode. Die Ellipsoid-Methode ist hauptsächlich von theoretischem Interesse, aber die innere Punkt-Methode wird sehr weit verwendet und ist ein ernster Konkurrenz zur Simplex-Methode. Es gibt Systeme, in denen diese Algorithmen verwirklicht sind. Cplex ist ein kommerzielles System und Gorobi auch. Zoplex ist ein frei verfügbares System, das an der TU Berlin entwickelt wurde. So, jetzt möchte ich Ihnen die Algorithmen vorführen. Zunächst den Simplex-Algorithmus. Ich möchte Ihnen das Prinzip klar machen. Also wir betrachten folgendes Problem. Wir haben zwei Variablen, x und y, wir bewegen uns also in der Ebene. Wir möchten den Wert von y minimieren und dabei die folgenden Ungleichungen berücksichtigen. 2x plus 7y kleiner gleich 28, 4x minus 2y größer gleich 20, x plus y größer gleich 6, y größer gleich 0. Hier auf der rechten Seite habe ich diese Ungleichungen, also die linken Seiten dieser diese Ungleichungen definieren gerade, also y gleich 0 ist die x-Achse und y größer gleich 0 heißt, wir schauen uns nur Punkte an, die oberhalb der x-Achse liegen. X plus y größer gleich 6, die gerade x plus y gleich 6 habe ich hier eingezeichnet. Und x plus y größer gleich 6 heißt, wir wollen rechts von dieser Geraden sein. Genauso 4x minus 2y gleich 20 ist diese Gerade. Und dass 4x minus 2y größer gleich 20 ist, bedeutet, wir wollen rechts von dieser Geraden sein. Und schließlich 2x plus 7y kleiner gleich 28. 2x plus 7y gleich 28 ist diese Gerade. Und dass wir kleiner gleich dieser Gerade sein wollen, bedeutet, wir sind unten drunter. Ja. Wenn wir das alles schneiden, ja, wir wollen oberhalb der x-Achse sein, wir wollen rechts von dieser Geraden sein, dann kommen wir auf dieses Gebiet. Also diese Ungleichungen definieren ein Polygon. Ja, die Ungleichungen definieren ein Polygon. Und wir suchen die Ecke von diesem Polygon mit maximaler x-Koordinate. Wir sehen das sofort, was das ist. Das ist dieser Punkt. Diese Ecke ist es.
Und zwar ist das der Schnitt der Geraden 2x plus 7y gleich 28 und 4x minus 2y gleich 20. Die schneiden sich in diesem Punkt und dieser Punkt hat die Koordinaten, wenn man es ausrechnet, 49 Achtel und 9 Viertel. Und das heißt, unsere Lösung ist 9 Viertel. Das ist der maximale Wert, den y annehmen kann, wenn man alle diese Ungleichungen, wenn x und y diese Ungleichungen erfüllen soll. Und die Idee des Simplex-Algorithmus ist jetzt ganz einfach. Man verschafft sich irgendeine Ecke dieses Polygons. Nehmen wir mal an, wir hätten diese Ecke gefunden, die Ecke 6, 0, die der Schnitt der Geraden y gleich 0 ist und der Geraden x plus y gleich 6. Dann schauen wir uns die beiden Kanten des Polygons an, die inzident sind zu diesem Punkt und fragen uns, ob uns eine Kante führt zu größeren y-Werten. Diese Kante hier, die waagrechte Kante, führt uns nicht zu höheren y-Werten, aber die andere tut es. Und dann laufen wir diese Kante entlang, bis wir wieder in einer Ecke sind. Wir sind jetzt in der Ecke 16 Drittel, 2 Drittel und das ist der Schnittpunkt der Gerade x plus y gleich 6 und 4x minus 2y gleich 20. Wiederum schauen wir uns die zwei inzidenten Kanten an. Auf der einen sind wir gerade gekommen, wir schauen uns die andere an, die geht auch bergauf. Dann laufen wir hoch und erreichen diese Ecke. In dieser Ecke gibt es wieder zwei inzidente Kanten, die gehen beide nach unten. Ja, die geht nach unten und die geht nach unten. Deswegen ist das die optimale Ecke und wir haben den optimalen Wert gefunden. Auf der nächsten Folie veranschaue ich Ihnen das auch noch in dreidimensional. Also hier ist die Simplex-Methode in drei Dimensionen. Da sind also die Ungleichungen so von der Form x plus y minus 3z etwa kleiner gleich 7. Wenn Sie das mit Gleichheit sich anschauen, x plus y minus 3z gleich 7, dann definiert das eine Ebene im Raum. Ja, eine Ebene im Raum. Und Sie wollen auf einer Seite von dieser Ebene sein. Ja, also kleiner gleich, dann bedeutet, Sie wollen unten drunter sein. Wenn Sie lauter solche Halbräume, man nennt das Halbräume, wir haben eine Ebene und wollen auf der einen Seite dieser Ebene sein, das nennt man dann einen Halbraum. Wenn Sie solche Halbräume schneiden, dann bekommen Sie ein Polyeder, so wie hier gezeigt. Ja, und da sehen Sie die Flächen von dem Polyeder, sowas wie hier. Und das wäre eine Ungleichung. Ja, die wäre definiert durch eine Ungleichung. Wir hätten viele Ungleichungen. Und die definieren ein solches Polyeder. Und man macht genau das gleiche wie vorher. Also jetzt wieder, wenn man in einer Ecke dieses Polyeder ist, da gibt es inzidente Kanten. Hier in dem Beispiel gibt es 4 inzidente Kanten. Und in der Regel, wenn wir jetzt hier die Z-Koordinate maximieren wollen, führt vielleicht eine Kante zu einem höheren Z-Wert. Oder wenn wir in der optimalen Ecke sind, führt keine Ecke, keine Kante zum optimalen Z-Wert. Also was wir machen ist, wir verschaffen uns irgendeine Ecke, schauen uns die inzidenten Kanten an. Wenn eine bergauf geht, wählen wir die aus. Bergauf heißt zu einer größeren Z-Koordinate. Dann laufen wir da entlang, also hier in dem, und könnten etwa den roten Weg nehmen. Ich mache einen anderen Weg. Wir könnten etwa von dieser hier entlang laufen. Das geht zu einem, wir kommen in diese Ecke. Wir schauen uns an, ob das zu einem Schauen uns die inzidenten Kanten an, sind die hier. Die hier führt etwa zu einem höheren Z-Wert, laufen hier rüber. Schauen uns wieder die inzidenten Kanten an, sehen eine, die hier zu einem höheren Z-Wert liefert. Schauen uns wieder die inzidenten Kanten an, finden eine, die zu einem höheren Z-Wert führt. Schauen uns wieder die inzidenten Kanten an, finden eine, die zu einem höheren Z-Wert finden. Jetzt hier oben führen alle inzidenten Kanten zu kleineren Z-Werten. Und deswegen haben wir das Maximum. Ja, also wir sind jetzt da oben in der Spitze und da führen alle Kanten zu kleineren Z-Werten. Und deswegen ist das die optimale Ecke. Und da hört man auf.
Ja? Also der Simplex-Algorithmus ist ganz intuitiv. Man sieht hier an dem Beispiel auch, dass man verschiedene Wege wählen kann. Also wir sind, es ist ein roter Weg eingezeichnet, aber ich bin einen anderen Weg gegangen. Da kann man einen geschickten Weg wählen, da kann man einen längeren Weg wählen. Es gibt meist einen kurzen Weg, aber der Simplex-Algorithmus findet nicht immer den kürzesten Weg. Und in der Regel ist er sehr schnell. Ja, also ich halte das nochmal fest. In der Regel schnell. Meist schnell. Aber es gibt Beispiele, wo Laufzeit exponentiell. Ich komme zu einem zweiten Algorithmus, dem Algorithmus von Fourier und Motzkin. Das entscheidet, ob ein System von Ungleichungen eine Lösung hat, ja, ob ein System lösbar ist oder eine Lösung hat. Und ich führe Ihnen das am besten erstmal in einem Beispiel vor und sage, geht dann allgemein ein. Also wir haben wieder unser System von Ungleichungen, maximiere y, wobei 2x plus 7y kleiner gleich 28, das ist das gleiche System wie vorher. Und wir benutzen jetzt die Methode von Fourier und Motzkin, um zu entscheiden, ob es eine Lösung mit dem Wert größer gleich 3 gibt. Also ich mache hier noch die Gleichung dazu, die Ungleichung y größer gleich 3, und wir fragen uns, ist dieses System lösbar? Hat dieses System eine Lösung? Und das machen wir ganz einfach. Wir lösen alle unsere Gleichungen nach x auf, also x kleiner gleich 14, minus 7 halbe y, x größer gleich 5 plus 1 halb y, x größer gleich 6 minus y, und dann gibt es noch die, wo das x nicht vorkommt, y größer gleich 3, y größer gleich 0. So, jetzt schauen wir uns diese Ungleichungen an hier auf der linken Seite. Die Ungleichungen, mit die x über x reden. Da gibt es eine Ungleichung, die sagt, x ist kleiner gleich 14 minus 7 halbe y. Und es gibt zwei Ungleichungen, die sagen, dass x größer gleich irgendwas. Wenn alle diese Ungleichungen richtig sind, dann muss es natürlich so sein, dass 14 minus 7 halbe y größer ist als, größer gleich ist, 5 plus 1 halb y. Und es muss auch gelten, dass 14 minus 7 halbe y größer gleich ist 6 minus y. Wir schreiben uns das auf, wir lösen das nach y auf, dann kriegen wir minus 7 halbe y, minus 1 halb y, das ist minus minus 4 y, ist größer gleich 5 minus 14, das ist minus 9, minus 4, Entschuldigung, das war minus 4 y. Ja. Oder auch y kleiner gleich 9 Viertel. Analog hier, wir lösen das nach y auf, da bringen wir das y hier rüber, dann haben wir 5 halbe y größer gleich minus 8 oder y größer gleich minus 16 Fünftel. So, jetzt haben wir hier unsere Ungleichungen für y.
Da gibt es zwei Ungleichungen, da gibt es drei Ungleichungen von der Form y größer gleich 3, y größer gleich 0, y größer gleich minus 16 Fünftel. Und es gibt eine Ungleichung für y kleiner gleich, von der Form y kleiner gleich 9 Viertel. Und das heißt, wenn diese Ungleichungen eine Lösung, dann muss es natürlich sein, dass gilt 3 ist kleiner gleich y und das ist kleiner gleich 9 Viertel. Ah, aber das geht nicht. Ja? Und das heißt, wir haben aus unseren Ungleichungen einen Widerspruch hergeleitet und das bedeutet, das System ist nicht. So, wie können wir jetzt, haben wir also herausgefunden, das ist nicht erfüllbar. Sie könnten jetzt mit genauso anfangen, statt hier die 3 zu nehmen, eine 2. Wenn Sie mit der 2 anfangen, dann würde hier y größer gleich 2 stehen. Dann hätten wir keinen Widerspruch, ja, denn wir hätten, würden nur 2 kleiner gleich 9 Viertel kriegen. Ja, also mit y gleich 2, größer gleich 2, ist es lösbar. Mit y größer gleich 3 ist es nicht lösbar. Dann würden Sie als nächstes sich fragen, wie steht das jetzt mit y größer gleich 2,5, ja, also 5 halbe. Würden Sie rauskriegen, nicht lösbar. Machen Sie das bitte. Ja, aber wir sehen es sofort, wenn Sie hier 5 halbe einsetzen, 5 halbe ist nicht kleiner als 9 Viertel. Dann würden Sie als nächstes probieren 9 Viertel. Und Sie würden am Schluss etwas kriegen, was, wo die linke Seite genau gleich ist. Und dann hätten Sie den optimalen Wert gefunden. Ich sage das auch nochmal allgemein, was man macht. Man löst, also wir haben jetzt nicht mehr an, wir haben nicht nur zwei Variablen, sondern wir haben viele Variablen. x1, x2 bis xn. Wir lösen alle Ungleichungen nach xn auf. Dann gibt es drei Arten von Ungleichungen, nämlich von der Form xn ist kleiner gleich irgendwas. Xn ist größer gleich irgendwas und dieses irgendwas spricht über die Variablen x2 bis xn. Und es gibt eine dritte Art von Ungleichung, die erwähnen das xn nicht. Wir konstruieren jetzt ein neues System, indem wir das xn eliminieren. Wir übernehmen die dritte Art von Ungleichung unverändert und aus jedem Paar von erster Ungleichung, also von der Form xn kleiner gleich a und von der zweiten Form xn größer gleich b, konstruieren wir die Ungleichung b kleiner gleich a. Jetzt haben wir wieder ein System von Ungleichungen, aber in einer wenigen, aber eine Variable weniger. Ja, also jetzt haben wir ein System in x1 bis xn minus 1. Entschuldigung, da oben hätte ich schreiben sollen, diese anderen Ungleichungen reden über x1 bis xn minus 1. Ja, jetzt haben wir System in x1 bis xn minus 1, jetzt eliminieren wir xn minus 1, das machen wir immer weiter. Und am Schluss haben wir eine Menge von Ungleichungen zwischen Zahlen. Und wenn wir eine Menge von Ungleichungen zwischen Zahlen haben, dann ist es trivial zu entscheiden, ob die Ungleichungen alle gelten oder ob da eine dabei ist, die nicht erfüllt ist. Ja, ich habe Ihnen das bereits inszeniert. Und den optimalen Wert können wir dann finden, indem wir Binärsuche machen. Indem wir noch eine Ungleichung dazu nehmen, die über den Zielwert spricht und dann herausfinden, ob der Zielwert erreichbar ist oder nicht und dann uns durch Binärsuche zum optimalen Wert hintasten.